Es geht um die Qualität von Kleidung. Denn ihr habt mich gefragt, und das auch zu Recht, wenn ich immer sage, schaut, dass ihr gute Qualität an Kleidung in eurem Kleiderschrank habt. Was ist denn gute Qualität und woran kann ich die erkennen? Und ich habe, das müssten so 10 Punkte sein, für euch rausgesucht, was denn gute Qualität ausmacht und woran man sie erkennen kann. Und ich zeige das tatsächlich an ganz praktischen Beispielen. Ich bin Sabine von Ordnungsliebe und ich mache seit über 10 Jahren Ordnung. Ich bin Cleanfluencerin und bei mir geht es darum, dass der Haushalt so einfach wie möglich funktioniert. Dass du nicht die großen, tollen Dinge einrichten musst, irgendwas umständlich umstellen musst, sondern dass Dinge ganz einfach funktionieren. Und darum geht es auch heute. Ich zeige dir ganz einfache Kriterien, an denen du erkennen kannst, ob ein Kleidungsstück gute oder schlechte Qualität hat. Es wird im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten, auch durch meine Kleiderschrank-Challenge, wo ich alles anziehe, einige Videos zu dem Thema Kleiderschrank geben. Und damit du die nicht verpasst, solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn wenn du diese Glocke aktivierst, wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und ich würde mich natürlich immer über einen Daumen von dir freuen und auch über einen Kommentar. Denn diese Diskussionen finde ich so spannend. Ich habe schon so viel auch von euch gelernt. Deswegen her damit und vielleicht können wir zusammen den perfekten Kleiderschrank aufbauen. Wenn ich in einen Laden gehe, dann möchte ich natürlich Kleidung kaufen, von der ich sicher sein kann, dass sie mir lange Freude bereitet, dass sie mir gut steht, dass sie perfekt passt und dass sie ganz, ganz lange hält. Und lange hält heißt nicht nur, dass sie nicht irgendwie kaputt geht, sondern dass man zum Beispiel auch mal eine Naht auslassen kann, damit, wenn man ein bisschen zugenommen hat, das Kleidungsstück nicht sofort aussortiert werden muss. Und da gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, bei denen man schauen muss, dass man das Richtige kauft, wenn man zum Beispiel eine Bluse kaufen will oder ein Kleid oder ein Blazer oder was auch immer. Und wir fangen gleich als erstes an mit der Stoffqualität. Als erstes ist natürlich schon mal klar, schau, dass du so wenig wie möglich unterschiedliche Stoffqualitäten drin hast. Also ganz oft hast du ja so eine lange Liste auf diesen Kleidungsetiketten stehen. Dann so 10% Polyacryl, 10% Polyester, 0,1% Kaschmir, was auch immer. Da gibt es ja dann so ganz lange Listen. Schau, dass möglichst nur ein oder zwei Qualitäten draufstehen, also zum Beispiel Wolle und vielleicht ein bisschen Spandex, damit es irgendwie elastisch ist oder sowas. Und dann schau am besten, dass es Naturprodukte sind und nicht gerade Polyacryl, Polyester. Auch bei Viskose, was ja eigentlich ein Naturprodukt ist, sollte man mittlerweile vorsichtig sein, weil die auch unter ganz schwierigen Bedingungen hergestellt wird. Also das ist aber ein ganz anderes Thema. Schau einfach, dass die Materialien möglichst natürlich sind und nicht zu viel Poly und Ys und sowas mit im Namen haben. So, und dann erkennst du Stoff natürlich auch daran, dass du, wenn du ihn gegens Licht hältst, also nimm einfach das Kleidungsstück und halt es mal so gegen ein Fenster, je dicker der Stoff ist, desto haltbarer ist er natürlich. Und du wirst ganz schnell feststellen, bei so Fast-Fashion-Teilen, wenn du die gegens Licht hältst, dann sind die meistens sehr, sehr dünn und du kannst alles durchsehen. Und je dünner, desto schneller gehen sie natürlich kaputt. Jetzt gibt es den zweiten Punkt bei der Stoffqualität und da geht es darum, dass du im Laden den Stoff in die Hand nimmst und krumpelst und mal so richtig zusammenquetscht. Ich zeige dir mal ein Beispiel. Dieses Kleid, so Sabine Markenkleid mit Streifen, wenn du diesen Stoff in die Hand nimmst, immer hier unten den Saum und den so ein bisschen zusammendrückst, dann müsste der, es ist ja eigentlich ein Jersey, wieder glatt werden, wie ein T-Shirt. Aber du siehst,
so krumpelig, wie er jetzt ist, so krumpelig sieht natürlich das Kleid nachher auch aus, wenn ich es anhabe und irgendwie drin gesessen habe. Und das ist, muss ich auch ehrlich sagen, ein ganz, ganz großer Manko an diesem Kleid, weswegen ich es gar nicht so gerne anziehe, weil nach 2 Stunden ist es so ausgeleiert und krumpelig, wie als würde ich eine Windel tragen. Also das ist ein sehr, sehr guter Test. Ich weiß, damit macht man sich nicht gerade beliebt beim Kleidungsverkäufer, wenn du da überall so zusammendrückst, aber es gibt dir schon mal einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, wie die Sachen nachher aussehen, wenn du sie getragen hast. Ich muss natürlich dazu sagen, bei Leinen ist das natürlich im Material gegeben. Also wenn du eine Leinenbluse hast und die im Geschäft drückst, dann wird die natürlich knitterig werden, weil Leinen, das wissen wir alle, knittert edel und das gehört einfach zu dem Material dazu. Das Teil hier habe ich selber irgendwann mal genäht, ist auch schon ein bisschen länger her, aber da sieht man sehr, sehr gut, wie Nähte nicht aussehen sollten. Ich habe da den falschen Stich gewählt, das ist ein Jersey-Stoff und ich habe nicht auf die Stofflaufrichtung geguckt und ich habe einen zu großen Stich gewählt. Ich zeige dir das gleich nochmal im Detail, aber vielleicht kann man schon erkennen, die Nähte, nicht nur, dass da Löcher mittlerweile drin sind, aber du siehst sehr gut, wenn man die Naht auseinanderzieht, dass es nicht wirklich fest genäht ist. Und das ist auch bei vielen Billigprodukten so, dass man einfach sieht, da wurde eine Stichlänge gewählt, die einfach nicht gut für das Material ist. Du siehst diesen Abstand und es ist halt auch immer so, wenn du sowas siehst, dass da einfach jemand was zusammengedengelt hat, der keine Ahnung hat von Stoffen, von Materialien, von Stichlängen. Also es spricht einfach dagegen, dass es irgendjemand gefertigt hat, der auf gute Qualität achtet. Das ist jetzt so ein bisschen peinlich, das Beispiel, aber man kann das daran, glaube ich, sehr, sehr gut erkennen. Das nächste Beispiel. Wenn du einen Rock kaufst oder ein Kleid mit einem Reißverschluss oder auch eine Jacke, also alles, was irgendwie Reißverschlüsse hat, dann ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn die Reißverschlüsse aus Metall sind. Metallreißverschlüsse sind einfach sehr viel teurer in der Produktion als die günstigen aus Kunststoff. Und die günstigen aus Kunststoff, die gehen natürlich auch richtig schnell kaputt. Da bricht mal irgendwie der Haken ab oder sie laufen nicht mehr richtig parallel. Oder wenn du es zu heiß wäschst, dann werden die wellig und sie gehen nicht mehr gut. Also ein Reißverschluss aus Metall ist immer ein Qualitätsmerkmal. Und was noch besser ist, das ist natürlich jetzt hier ein Beispiel, wo gewünscht ist, dass man den Reißverschluss sieht. Bei vielen möchte man den Reißverschluss eigentlich nicht sehen und dann wird er in einem dezenten Schwarz genommen. Aber noch bessere Qualität ist, wenn hier so eine Abdeckung drüber ist. So wie bei einer Hose zum Beispiel, dass du einfach den Reißverschluss nicht siehst. Das ist wieder mehr Stoffaufwand, es ist mehr Nähaufwand, es ist einfach mehr Kosten und deswegen kannst du davon ausgehen, wer günstig produziert, geht diesen Schritt meistens nicht, um nochmal diese extra Abdeckung auf den Reißverschluss zu machen. Noch ein Rock und noch ein Beispiel. Es geht wieder um Materialverbrauch und diesmal ist es der Saum. Wenn der Saum, der ist hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, zweimal umgefaltet. Also sprich einmal nach innen und dann nochmal und dann ist der Saum genäht. Das spricht auch nochmal dafür, dass es eine bessere Qualität ist. Weil das ist auch wieder 1 Zentimeter mehr Stoff, der verbraucht wurde, der normalerweise eingespart wird. Und das erkennst du an Nähten, wo hier direkt dann so ein Zickzackstich ist. Also das wird nur einmal umgeschlagen, versäubert und festgenäht. Also das ist auch so ein Kriterium. Wenn du nach einem Kleidungsstück suchst, das du verändern kannst, weil du zum Beispiel weißt, dass du mal mehr oder mal weniger Kilos hast oder dass du vielleicht auch irgendwie bei Kindersachen mal einen Saum auslassen möchtest. Das ist auch was, also ich kenne das noch von früher, von meiner Oma. Da wurden Säume ewig bei uns ausgelassen in den Klamotten, weil wir natürlich permanent gewachsen sind. Da ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass hier der Saum nicht so wie hier direkt umgenäht ist, sondern ein bisschen länger, sodass du den aufmachen kannst und dadurch verlängern kannst. Und was natürlich auch sehr praktisch ist, auch das sieht man natürlich leider nicht hier, aber es gibt viele Kleidungsstücke. Also zum Beispiel ganz typisch bei Dirndeln. Die werden so genäht, dass man hier noch mehr Stoff hat in der Innennaht,
dass man den aufmachen kann und die Taille zum Beispiel verändern kann. Weil solche Kleidungsstücke wurden immer für die Zukunft auch produziert. Für man wächst noch oder man braucht eine Nummer größer. Dann konnte man die Seitennaht aufmachen und tatsächlich wieder reinpassen. Und ich habe einen Blazer, der war nicht günstig. Den habe ich sehr, sehr geliebt. Oder den liebe ich auch immer noch sehr. Und da habe ich auch die Seitennähte alle auftrennen lassen, weil ich ein bisschen zugelegt hatte in den letzten Monaten. Und die Schneiderin konnte mir den ohne Probleme größer machen, sodass also vorne die Knöpfe nicht mehr geklafft haben, sondern der sitzt jetzt wieder perfekt. Also das ist auch was, woran du ein gutes Kleidungsstück erkennen kannst. Denn merke dir immer, billig produziert heißt Stoff und Nähte sparen. Also je weniger Stoff verbraucht wird, desto günstiger ist ein Kleidungsstück. Und je mehr Stoff noch irgendwie zusätzlich verarbeitet wird, desto hochwertiger ist es und desto besser kannst du es auch weiter nutzen. Das nächste ist unsere heiß geliebten T-Shirts. Und da zeige ich dir auch Varianten, worauf du achten solltest. Ich habe jetzt mal, weil ich versuche natürlich T-Shirts bei mir im Kleiderschrank zu haben, wo die Qualität gut ist. Da musste ich jetzt erstmal lange suchen, ob ich denn welche finde, die ich dir zeigen kann, wo es einfach keine gute Qualität ist. Und tatsächlich bin ich im Kleiderschrank meiner Tochter fündig geworden. Ich zeige dir mal zwei Beispiele. So, fangen wir mal bei diesem T-Shirt an. Das ist so ein klassisches, günstiges Rip-Shirt. Und auch da kannst du schon im Laden testen, ob es eine gute Qualität hat. Und zwar ziehst du da diese Rippe auseinander und schaust, ob es wieder in die Form zurückgeht. Und hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist es schon ziemlich wellig. Also das ist noch okay, aber es gibt Materialien, die ziehst du so auseinander und die bleiben dann so auch auseinander stehen. Also die Rippe muss wieder zurückgehen. Also das ist schon mal so ein Merkmal, wo du relativ gut feststellen kannst, ob die Qualität einigermaßen stimmt. Was du jetzt leider nicht siehst, ist, dass es schon ziemlich labbelig sich von diesem Einmal-Dehnen anfühlt. Und ich meine, wir dehnen Kleidungsstücke, wenn wir sie anziehen. Die hängen ja nicht den ganzen Tag so dekorativ im Schrank, sondern wir ziehen sie an und die sollen natürlich schön sitzen. Und gerade so ein bauchfreies Top finde ich ganz schlimm, wenn das dann unten irgendwie so wellig absteht. Das soll ja, wenn dann, knackig sein und nicht irgendwie, ja, schlabbelig. Weil da bin ich ja jetzt eh schon raus aus dem Alter. Aber, ne? Wer es noch tragen kann, der soll das gerne tun. Noch zwei T-Shirts. Und zwar habe ich mal ein Beispiel gesucht. Ich hoffe, man sieht es schön. Die verdrehte Naht. Legt das andere mal zur Seite. So. Das ist ja so ein Thema, das man ganz häufig bei T-Shirts hat, dass diese Seitennaht nach vorne dreht bzw. nach hinten dreht. Und das ist was, was man relativ schwer erkennen kann, ob es das T-Shirt machen wird oder nicht, weil, ich erkläre dir auch, woran es liegt und dass man das manchmal im Laden gar nicht so gut erkennen kann. Und zwar hat ja jeder Stoff einen Fadenlauf. Das ist so dieser senkrechte Lauf, wie der Stoff gewebt wurde. Und wenn der nicht hundertprozentig gerade verläuft bei diesem T-Shirt, dann hast du das, wenn du da eine Naht drauf setzt, das Problem, dass es sich so verdreht. Und bei günstigen Produktionen wird da überhaupt gar nicht drauf geachtet. Da wird teilweise gar nicht auf den Fadenlauf geachtet. Dann ist der manchmal so völlig quer. Die Ärmelchen werden noch irgendwo aus einem Rest an der Seite geschnitten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, solche Großproduktionen von T-Shirts. Da hast du dann so Riesenballen mit Stofflagen und dann hat der Computer ausgerechnet, wie die Schnittmusterteile optimal platziert werden können, um so viele Schnittmusterteile wie möglich mit so wenig Abfall wie möglich rauszuholen. Und dann wird halt dieses Ärmelchen zum Beispiel einfach nicht passend zum Fadenlauf platziert, sondern irgendwo in der Ecke, wo noch Platz ist. Und deswegen passieren solche Sachen, sieht man auch hier, dass es dann sich so verzieht nach hinten, dass es hier zur Seite läuft, dass der Ärmel irgendwie komisch sitzt. Und ich muss schon gestehen, ich versuche darauf zu achten, auch gerade wenn ich jetzt ein höherpreisiges T-Shirt kaufe, wo du auch nicht immer davor gefeit bist, dass es passiert, dass man guckt, ist die Naht, also zum Beispiel hier die Seitennaht, wirklich ganz gerade in dem Fadenlauf, also in dieser geraden Linie von den Fäden verarbeitet. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz leicht im Laden zu erkennen. Hier bei dem Grauen ist es auch passiert.
So, und das fällt mir jetzt ganz spontan auf. Was man hier auf diesem T-Shirt nicht mehr erkennen kann, ist die Aufschrift, die mal drauf war. Vor einem Vierteljahr wurde es neu gekauft und es ärgert mich extrem, aber anderes Thema. Je größer der Aufdruck vorne drauf ist und je flächiger, desto weniger Kauf, auch wenn es irgendwie cool aussieht. Oder die Kinder Paw Patrol da vollflächig drauf lieben und so. Es ist auch ein Zeichen für nicht so gute Qualität. Und diese großen Prints haben unglaublich viele Schadstoffe drin, Weichmacher. Und sowas sollte man eigentlich gar nicht auf der Haut haben. Also da sollte man die Finger von lassen. Nur mal so als random Beispiel noch nebenher. Ich habe noch was, woran man einen guten Rock zum Beispiel erkennen kann oder ein gutes Kleid. Und was mich auch manchmal wahnsinnig macht, gerade wenn ich irgendwas bestellt habe, dann schicke ich das deswegen ganz oft zurück, weil es mich so verrückt macht. Da bin ich irgendwie nerdig. Ich zeige es dir mal, bei dem Rock ist es nämlich auch nicht so. Wobei, da ist es nicht so, da hätte man es nicht so, ja doch hätte man, nee, hätte man nicht. Also es geht um das Muster. Und zwar, gerade wenn es mehrere Bahnen sind, dann sollte das Muster bei einem hochwertigen Teil ineinander übergehen. Also hier am Bund ist es natürlich jetzt schwierig, aber eigentlich, wenn das jetzt ein wirklich sehr, sehr teures oder hochwertiges Stück wäre, dann müsste eigentlich jetzt hier der Kopf von Frieda angesetzt worden sein. Ne? Also dass das hier direkt übergeht. Das zeichnet also eine hochwertige Produktion auch auf jeden Fall aus. Und gerade wenn du ein Kleid hast und der Rock ist angesetzt und du hast einen Print mit auch großen Blumen oder so und die Blumen gehen anders weiter, boah, ganz schlimm, macht mich immer wahnsinnig. Ich muss dazu sagen, ich habe es, glaube ich, schon in einigen Videos erwähnt, ich komme aus einem Haushalt, wo sehr viel selbst auch genäht wurde. Meine Oma war Schneiderin und ich weiß, meinem ersten Nähkurs, also professionellen Nähkurs, den ich gemacht habe, da hatte ich einen Karo-Rock und ich habe auch diesen Bund angesetzt und ich weiß nicht, wie oft ich den Bund abtrennen musste, weil meine Oma der Ansicht war, das Karo muss auf den Millimeter genau dann da ansetzen und da unten weitergehen. Aber das ist auch wieder das Thema Stoffverbrauch. Eine günstige Produktion, die nehmen natürlich das Bundstück, das irgendwie vom Computer ausgeschnitten wurde. Und einer sehr hochpreisigen oder einer guten Kleidungsproduktion wird darauf geachtet. So, zwei weiße Leinenblusen. Eine meiner Tochter gehört meiner Tochter, eine gehört mir. Und auf den ersten Blick sehen die ziemlich identisch aus, wobei die schon etwas durchsichtiger ist als diese Variante. Okay, die hat noch eine Tasche vorne drauf, aber was auffällig ist, ist der Rücken. Da sieht man, diese Bluse ist hinten ganz gerade geschnitten und diese hat diese Dehnungsfalten mit hinten eingearbeitet. Und das ist auch bei Blusen immer und auch bei Blazern ein wichtiges Zeichen für gute Qualität. Denn das macht es möglich, dass du dich viel besser drin bewegen kannst in der Bluse. Okay, die ist jetzt oversized geschnitten für meine Tochter, die hat da gar keine Bewegungsprobleme drin. Aber das ist immer, also gerade wenn es ein dünnerer Stoff ist oder eine Seidenbluse oder so, die haben ja einfach überhaupt gar keine Möglichkeit, im Material nachzugeben. Also muss diese Dehnungsfalte im Rücken eingearbeitet werden. Aber das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Das ist ein Arbeitsschritt mehr, es ist etwas mehr Stoffverbrauch. Und wenn du dich schon immer mal gefragt hast, hinten, das hat es jetzt leider nicht, bei Damenblusen ist es auch eher seltener, gibt es ja ganz oft diesen kleinen Bügel oder wie nennt man das, dieses so ein Stoffriegel noch. Bei Männerhemden hat man den hier hinten über dieser Quetschfalte ganz oft und das ist der sogenannte Locker Loop. Weiß nicht, ob der das ein Begriff ist, aber das wurde in den USA erfunden und zwar für Studenten der Ivy League, also der sehr hochpreisigen und sehr elitären Universitäten, damit, wenn sie ihre Hemden zum Sport ausziehen, sie daran ihren Hemd dann in den Locker, also in das Schließschrank spinnt. Der spinnt. Damit man das in den Spind hängen kann. Also wenn, Fun Fact, wenn ihr oder jemand mal wieder ne, klug scheißen möchte, wie ich das so gerne tue, Locker Loop nennt sich die ganze Sache.
Und ich glaube, in Bayern ist es so, dass man das irgendwann übernommen hat, dass die Herren das hinten am Hemd hatten, wenn sie Junggesellen waren, dass man sie so ranziehen konnte. Kann natürlich auch so ein moderner Mythos sein. Ja, also daran erkennst du natürlich auch, dass das schon mal eine bessere Qualität ist. Dann solltest du unbedingt auf Knöpfe achten. Und auf die Verarbeitung von Knopflöchern. Da guckst du einfach auch im Laden. Sind denn da ganz viele Fädchen? Was sind denn das für Knöpfe? Sind die irgendwie aus Plastik oder sind die irgendwie aus einem besseren Kunststoff gemacht? Manchmal sind die ja sogar schon so ein bisschen angefressen. Dann weißt du auch, okay, das wird nicht besser werden mit der nächsten Wäsche. Dann kannst du gucken, wie fest sind die angenäht. Also die sind hier zum Beispiel bombenfest. Manchmal hast du aber auch so das Gefühl, wenn ich die jetzt nicht zu Hause gleich nochmal annähe, dann stehe ich demnächst nackig im Büro. Und dann gibt es natürlich auch noch mal den Ersatzknopf. Und das ist nicht, weil der Hersteller das Gefühl hat, ach Gott, meine Knöpfe sind nicht fest genug angenäht und wenn dann verloren geht, gibt es hier noch mal den Ersatzknopf, sondern das ist wirklich eine Dienstleistung des Herstellers, der sagt, ich möchte, dass dieses Kleidungsstück so lange wie möglich genutzt wird. Es ist darauf ausgelegt, dass es eine gute Qualität hat und es ist darauf ausgelegt, dass wenn mal so ein Knöpfchen verloren geht, du es selber ersetzen und wieder annähen kannst. Also das hat nichts mit schlechter Qualität zu tun, sondern damit, dass der Hersteller auf besonders gute Qualität achtet. Und deswegen diese kleinen Schnippelchen nicht rausschneiden, außer du hast einen guten Überblick bei dir zu Hause. Oder diese Tütchen, die manchmal so an Mänteln und so dabei sind, wegwerfen, sondern es ist sehr, sehr praktisch, wenn man sie mal hat, um dann wirklich seine Sachen reparieren zu können. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Und zwar geht es um Jeans. Ich hasse Jeanskauf. Also ich glaube, wenn es um Klamotten geht, also ich glaube, Unterwäsche kaufe ich nicht gern und Jeans kaufe ich nicht gern, weil, ja, irgendwie habe ich noch nicht das passende Modell gefunden. Egal, auf jeden Fall solltest du auch da darauf achten, dass eine Jeans so steif und so schwer wie möglich ist und sie sollte auch so wenig wie möglich Stretch drin haben. Ich weiß, das ist super gemütlich. Meine Jeans haben auch alle Stretch oder fast alle. Aber wenn du eine Jeans haben möchtest, die lange lebt und die du wirklich über Jahrzehnte tragen kannst, dann achte darauf, dass sie steif ist. Die wird über die Jahre, über das Tragen weich werden. Gar kein Problem. Und dafür brauchst du dann auch keinen Stretch. Stretch sorgt dafür, dass sie ganz schnell so ausleiern. Also so auch gerade an den Knien oder am Gesäß. Also sieht irgendwann nicht mehr schön aus, auch wenn du sie öfter mal gewaschen hast. Dieser Faden geht schneller kaputt als der dicke Baumwollfaden. Und du solltest sie immer so kaufen, dass sie ein Ticken zu eng ist. Also, dass du im Laden stehst und sagst, ach, gemütlich ist das nicht. Und diesen Fehler machen wir, glaube ich, alle, weil wir so gewohnt sind, in Leggings oder in gemütlichen Sachen rumzurennen, dass wir bei Jeans eher das gemütliche Modell auch nehmen, das schon im Laden angenehm sitzt. Es muss ein Ticken zu klein sein. Nämlich dann passt sie nach dem ersten Tragen perfekt. Die weiten sich ja beim Anziehen und durch die Körperwärme. Und wie gesagt, sie muss ein bisschen steif sein, weil das gehört einfach dazu für die gute Qualität einer Jeans. Ich hoffe, es hat dir gefallen, das Video, und du konntest ein bisschen was mitnehmen für die Zukunft. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Qualitätsmerkmale. Aber das sind so die Sachen, auf die ich achte. Und sieh dir die Knopflöcher an. Sieh dir an, wie der Fadenlauf ist. Halt es mal gegens Licht und vor allem nimm's in die Hand und knuddel's. Und du wirst sehen, ganz oft hast du schon am Kleiderständer das Gefühl so, ach du meine Güte, das wird nicht besser. Also gerade das Quetschen der Kleidung, hab da keine Hemmungen. Nimm die Sachen in die Hand, tu so, als ob du sie mal so richtig durchknetest und du wirst sehen, viele, viele Dinge sehen dann schon an der Kleiderschlange. An der Kleiderstange ganz schlimm aus. Und das möchtest du einfach nicht an deinem Körper haben. Du willst doch gut aussehen und nicht wie so ein Knuddelfrosch. Oder ich weiß nicht, ne? So, wir arbeiten jetzt gemeinsam weiter an dem Kleiderschrank, an dem perfekten. Und schau dir auch meine anderen Videos dazu an. Da gibt es ein paar ganz spannende Inspirationen. Bis dann!